An der Wall Street gibt es den Begriff der Dead Cat Bounce, also praktisch eine Katze, die tot ist, aber trotzdem springt. Wenn sie von ausreichender Höhe fällt, dann ist selbst die Physik in der Lage, eben ein totes Tier nochmal nach oben springen zu lassen. So die wenig zimperliche bildhafte Sprache der Wall Street. Und die Frage ist, sehen wir jetzt derzeit etwas wie einen Dead Cat Bounce, womit die Wall Street dann faktisch sozusagen einen Abverkauf meint, dann nochmal eine Erholung, die aber eigentlich entgegen der jetzt neuen Trendrichtung passiert und dann kommt die nächste Abwärtsbewegung, kommt sozusagen die zweite Welle. Manches spricht dafür, ich will in diesem Video mal ein bisschen beleuchten, was dafür spricht, was dagegen spricht, wie derzeit die Wahrscheinlichkeiten aussehen. Wir haben ja gestern diese Erholung gesehen, Nasdaq gestern mit dem besten Tag seit April. Die Volatilität des Nasdaq deutlich zurückgegangen, um 7% gefallen, aber es bleibt nach wie vor die Volatilität auf einem sehr hohen Niveau. Ist das jetzt eben die tote Katze, wie hier in diesem Bild gezeigt, die wir sehen bei den Indizes? Wir hatten diese Abwärtsbewegung, wir sind dann nach oben gegangen, kurz vor Handelsschluss nochmal eine kleine Korrektur in den USA. Wir waren dann im asiatischen Handel, was die US-Futures betrifft, auch ein bisschen tiefer, können uns aber jetzt zu Beginn der Europa-Rampe, also des europäischen Handels, der derzeit meistens sehr freundlich ausgestaltet ist, wieder etwas erholen. Aber schauen wir uns mal an, wir sind in lustiger Gesellschaft hier, was diese 8% Verluste betrifft in drei Handelstagen. Das gab es nämlich bisher fünfmal 2000. Beziehungsweise im Jahr 2020, 25. Februar, Beginn der Corona-Krise könnte man sagen, dann im Jahr 2007, im Jahr 2000, im Jahr 2000 und nochmal im Jahr 2000, also dreimal das Jahr 2000, 2007 und 2020, das sind illustre Jahre. Das ist so ein bisschen ominös, könnte man sagen, dass eine solche schnelle Bewegung beim Nasdaq passiert. Das ist schon ein Hinweis, dass da möglicherweise doch ein kleiner Riss jetzt entstanden ist in dieser Bullensaga, die ja völlig intakt zu sein schien, wo es hieß, okay, wir haben die Fette, da wird nichts anbrennen, niemand wird es sozusagen nochmal zulassen, dass da auch noch irgendwas nach unten geht, aber das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch gedacht. Wir haben vor allem ja diese Optionsthematik. Da haben wir also diese massiven Call-Bestände und wir sehen, dass jetzt praktisch die Single-Stock-Options, also das, was an Optionen gehandelt wird auf einzelne Aktien, das Volumen übertrifft, das in den Aktien selber gehandelt wird. Das zeigt schon, dass dieser Einfluss wirklich sehr groß ist und es ist diese Überhebelung gewesen, die jetzt diese Korrektur zunächst mal ausgelöst hat und wir sind dann relativ punktgenau praktisch vom 23.6er Retracement beim Nasdaq nach oben geprallt. Ich hatte das gesagt, die Vola ist nicht mehr gestiegen, trotz des Abverkaufs, den wir am Dienstag gesehen hatten. Dann gab es eben diese gleitenden Durchschnitte, die als Unterstützung gelten, Fibonaccis etc. etc. Überverkauftheit. Also der gestrige Move, der war durchaus erklärbar, der hat durchaus Sinn gemacht. Aber die Frage ist, wie weit geht diese Erholung jetzt? Und wenn wir uns mal die Saisonalität anschauen in Wahljahren, dann könnte es sein, dass wir hier durchaus jetzt nochmal ein Stück weit nach oben laufen, ohne die Hochs nochmal zu erreichen, die wir vorher gesehen haben. Das sehen Sie hier in der Grafik. Und dann kommt die eigentliche zweite Welle, nämlich die wirklich noch impulsivere Welle, die sich dann vor allem auch zeitlich etwas länger hinstreckt, wie wir hier sehen. Wenn dieses saisonal typische Muster in US-Wahljahren zutrifft, dann haben wir das Tief noch lange nicht gesehen, sondern dann wird da noch ein richtiger Schnaps oben drauf gelegt und die ganze Geschichte wird sich bis Oktober ziehen, unabhängig von der Frage, ob wir jetzt vielleicht noch ein, zwei, drei, vier Tage positive Aktienmärkte sehen. Schauen wir uns mal an, was eigentlich für die Aktienmärkte spricht. Das ist natürlich vor allem das Thema Liquidität hier, eine Grafik. Excess Liquidity, also die überschüssige Liquidität sozusagen, das ist die Geldmenge M2 respektive deren Wachstum gegen minus das nominale Bruttoinlandsprodukt. Und hier sehen wir natürlich Liquidität massiv nach oben gegangen, weil die Geldmenge M2 massiv nach oben gegangen ist. Und wir sehen hier den Vergleich mit dem S&P 500. Also nach dieser Grafik wäre da noch sehr, sehr viel Luft nach oben angesichts der Liquidität. Aber wir haben natürlich auch ein Bewertungsproblem.
Bewertungsthema. Wir sehen hier den Wilshire 5000. Das sind praktisch alle Aktien, die in den USA gehandelt werden in Relation zum US-BIP und sehen, da sind wir noch ein bisschen hoch bewertet. Also das ist nicht gerade günstig. Jetzt gibt es ja diejenigen, die sagen, Bewertungen spielen keine Rolle mehr. Diesmal ist alles anders. Jedes Mal, wenn dieser Spruch aufkam, diesmal ist alles anders, konnte man sicher sein, wir sind in einer Blase und jedes Mal ist diese Blase geplatzt. Also historisch hat dieses Mantra, diesmal ist alles anders, nicht gerade eine hervorragende Erfolgsbilanz, muss man vorsichtig formulieren, weswegen ich auch nicht wirklich daran glaube. Wir sehen hier den Unterschied zwischen Bewertungen von Aktien und ihren Profiten oder den Profiten der Unternehmen. Die zeigen nach unten, die Bewertungen zeigen nach oben. Das ist die größte jemals gemessene Differenz in diesem Bereich. Kommen wir zum Tagesgeschehen, kommen wir zu dieser Madame, das ist Lagarde, die heute eine Pressekonferenz geben wird. Die EZB wird jetzt nicht irgendwelche neuen Maßnahmen verkünden, aber sie wird vielleicht eben das, was gestern schon geleakt worden ist, sagen, dass man jetzt ein bisschen optimistischer ist als zuvor für den Ausblick der Wirtschaft. Das würde bedeuten, naja, da wird dann perspektivisch wohl nicht mehr viel kommen in Sachen Stimulus, in Sachen Aufweichung der Geldpolitik, das wäre Euro positiv. Und die zweite Frage ist, wird sich Lagarde zum Euro äußern? Die Währungshüter sagen ja, ja, wir äußern uns nicht zu Wechselkursen, aber die sind schon wichtig. Jetzt wird Lagarde natürlich offenkundig, wie auch die EZB, nervös, wenn der Euro über der 1,20 ist. Laney, der Chefvolkswirt der EZB, hat ja punktgenau, als wir über die 1,20 gestiegen sind, eben den Wechselkurs erwähnt und bums, es ging nach unten heute 14:30, also die Pressekonferenz der Notenbank. Wir haben ein weiteres Thema in Europa, das ist das Treffen zwischen der EU und den Brexiteers, den Briten. Die wollen ja praktisch sich jetzt an den Brexit-Deal nicht mehr halten. Jetzt überlegen die Europäer Sanktionen, legale Strafmaßnahmen, könnte ich sagen. Also das sieht alles andere als gut aus in diesen Brexit-Verhandlungen. Sieht aus, als würde es da einen No-Deal-Brexit geben. Das wäre auch für die deutsche Wirtschaft ein echter Schlag. Und jetzt glauben ja die Briten, sie machen dann halt einen Deal mit den USA. Jetzt hat aber Nancy Pelosi, die US-Demokratin, gesagt, also wenn ihr euch schon an diesen Deal nicht haltet, den ihr gemacht habt mit den Europäern, dann werden wir mit euch kein Freihandelsabkommen machen, weil ihr damit zeigt, dass ihr praktisch nicht zuverlässig seid. Das wird nicht durch den Kongress gehen. Das ist für die Briten natürlich jetzt eine etwas blöde Ausgangslage, denn wenn sie jetzt keinen Deal mit den Europäern haben und dann auch keinen Deal mit den Amerikanern haben sollten, dann haben sie ein richtiges Thema. Thema hat vielleicht auch Sid Donald, der gestern ist das bekannt geworden, schlägt große Wellen in den USA, Interview mit Bob Woodward auf Telefon, das auch aufgezeichnet wurde, wo Trump sagt, am 7. Februar, also sehr, sehr früh, bevor diese Coronavirus-Welle in die USA kam, ja, dieses Virus ist gefährlicher, viel tödlicher als die Grippe. Und das ist sozusagen wirklich eine ganz, ganz heiße Kiste. Wie gesagt, das Telefonat fand am 7. Februar statt, als in den USA da noch wahnsinnig wenig passiert ist. Und Trump hat dann eben auch in diesem Telefonat gesagt, ja, um ehrlich zu sein, werde ich dieses Virus immer nach unten spielen, werde sozusagen so tun, als wäre es gar nicht so schlimm, weil ich eine Panik vermeiden will. Und genau das hat ja Donald Trump gemacht. Er hat gesagt, ja, ist wie eine Grippe, wird im Sommer verschwinden wahrscheinlich, mirakulöserweise. Also hat immer versucht, das ein bisschen runterzukochen und genau das ist ihm ja ein Stück weit auch auf die Füße gefallen, als dann eben die Geschichte doch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, zwischenzeitlich in den USA. Aber schauen wir uns mal die Charts an, gucken wir an, was heute im Handel zu erwarten ist. Wir sehen hier die Charts auf 4-Stunden-Basis von Capital.com, der Nasdaq eben jetzt mit dieser Abbremsung zunächst mal dieser Erholung. Wir hatten ja den Fall gesehen. Erste Welle, wenn man so will, zweite Welle, dann die erste Erholung, der erste kleine Dead Cat Bounce, könnte man sagen, dann die zweite Welle, eine kleinere Welle bereits. Jetzt die Frage, wie geht es, wie hier weiter, kommt man darüber beim Technologieindex Nasdaq? Ich hoffe, das sehen Sie, sonst schiebe ich es ein bisschen rauf. Wir sehen beim S&P 500, der Leitindex, hier hatte ich das gestern gezeigt, dass das ja eigentlich schon noch angelaufen werden kann, die 3450 problemlos, möglicherweise auch hier
3480, das wäre 86, wäre eine Zone, die durchaus noch erreicht werden kann, mühelos erreicht werden kann, ohne dass wir sozusagen dann diesen absoluten Rallye-Modus wieder in Kraft sehen. Wir haben den DAX, der aktuell sich ja besser hält, knapp unter der 13.300er Marke. Wir haben das Gold, das jetzt ein bisschen nach unten kommt im 5-Minuten-Chart, aber übergeordnet letztendlich wenig bewegt ist. Das ist ein intakter Seitwärtstrend. Und Euro-Dollar gestern ja mit dem leichten Anstieg. Jetzt spannend, wie die Gemeinschaftswährung auf die EZB-Sitzung reagieren wird. Wird Lagarde den Euro versuchen zu schwächen, ja oder nein? Das wird eine der Fragen heute sein. Neben den US-Erstanträgen, neben den Brexit-Verhandlungen. Jetzt die Frage, ja, selbst wenn wir heute nochmal steigen, selbst wenn wir morgen steigen, es gibt ein ziemlich gutes Risiko, eine gute Wahrscheinlichkeit besser gesagt, dass wir dann in der zweiten Septemberhälfte nochmal Schwierigkeiten kriegen, bis hin in den Oktober, dass wir also dann vor einer noch größeren Welle stehen der Korrektur, auch wenn wir jetzt diesen Dead Cat Bounce noch fortsetzen sollten. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Handelstag und sage Ihnen Servus und Ciao.